Wunderschönen guten Tag zusammen. Heute zum ersten Mal dieses Jahr zusammen mit Heiko, unserem Scalping-Profi. Ja, Futures Handel zur US-Börseneröffnung. Ich bin gespannt und ich drücke natürlich auch die Daumen, dass der Heiko dieses Jahr in den Webinaren genauso top und motiviert weitermacht wie im letzten Jahr auch. Ich hoffe, Sie auch. Beim Heiko gibt es immer irgendwas dazu zu lernen. Ich bin hier noch aus keinem Webinar rausgegangen und habe mir gedacht, okay, da weiß ich schon von alles. Von daher immer eine Bereicherung, auf jeden Fall. Aber bevor ich hier den Bildschirm übergebe, mache ich hier einmal den obligatorischen Risikohinweis. Denn Sie kennen es alle, jedes Webinar und vor allem, wenn es um Live-Tradings geht, dient das Ganze nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Bitte nichts als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Vollkommen egal, was der Heiko erklärt, analysiert, aufzeigt oder natürlich im Live-Trading auch handelt. Ja, kommt ja gut und gern mal vor. Von daher am Ende bitte die eigenen Entscheidungen treffen. So wie sich das anhört beim Heiko, ist er gerade noch irgendwie am Werkeln. Heiko, wie sieht's aus? Ready? Jo, der Kaffee ist da. Der Kaffee ist da. Ich wusste doch, ich habe da Kaffeetassen gehört. Jawohl. So, dann wechsle ich einmal hier, dann kannst du jetzt deinen Bildschirm übertragen. Ich sag dir dann, ob du den richtigen genommen hast, und dann kannst du direkt loslegen. So So, sieht gut aus. das sieht gut aus, ja. Also, heute haben wir den 11.1. Mal schnell ändern. Heute ist der 11. Übertragen das mal jetzt so. Gut. Ja, der Florian hat mich ja schon angekündigt, dass er bis jetzt immer wieder was gelernt hat und genau an dieser Stelle möchte ich auch ansetzen, denn auch wieder heute erstmal in der ersten halben Stunde ein bisschen Ausbildungsanteil. Wir werden dann heute mal sehen, was es an Trading ergibt. Ich hatte gestern bei einem anderen Broker auch Live-Trading. Da war der Chart relativ chaotisch. Deswegen das heutige Thema auch Chaos im Chart, um da vielleicht auch nochmal ein bisschen Ausbildung zu machen, wie man damit umgehen kann. Ich habe da zwar gestern ein bisschen Gewinn gemacht, aber der Trading-Stil aktuell unterscheidet sich doch schon enorm von dem, was man vielleicht so nach geplanten Trades, schönen Setups und so weiter. Ich glaube, es ist dann eher jetzt gerade so ein bisschen die Zeit auch, wo halt vielleicht Anfänger Schwierigkeiten haben, Fortgeschrittene kommen da vielleicht ganz gut durch. Und ja, da wünsche ich euch auf alle Fälle viel, viel Spaß. Ach, ich habe noch einen kleinen Hinweis bekommen. Mein Börsenfreund, der Andreas, überträgt das ganze Webinar hier auch freundlicherweise auf Twitch. Das heißt, ich werde mir dann das Ganze mal, ich werde das Ganze hier dann nochmal per Kommentar dann auch mir nochmal anschauen. Das ist, da hatte ich schon wieder ganz vergessen. Ich war auch bis gerade eben in der Vorbereitung. Der Kanal von Twitch, ja, Andreas kann den ja mal noch reinstellen. Fit for Finanzen. Genau. Mein Lieblingskanal bei Twitch. Ansonsten gucke ich das gar nicht. Kenne mich da gar nicht aus. Da ist es ja mehr für Gamer und DJs und so. Ja, also. Genau. Cool, dass diese Plattform dort auch bedient wird und auch die Leute dann dort was lernen. Und daher könnte ich ja natürlich eigentlich auch ausbildungstechnisch ein bisschen weiter ausholen, aber möchte ich heute mal gar nicht machen. Zumindestens auch für alle die bei Twitch zuschauen, natürlich FX Flat, ein Anbieter, wo der Stereo Trader mit integriert ist und ich werde heute auch aus dem Stereo Trader raus handeln. Das werdet ihr dann gleich sehen ab 15:30 Uhr, genau. Gut, wir steigen mal so ein bisschen ein. Thema heute Chaos im Chart und das habe ich euch mitgebracht. Das ist der gestrige Verlauf und ich muss ganz ehrlich sagen, klar, auch wenn man dort ein paar Punkte rausgeschnitten hat, es kann extrem anstrengend sein, wenn man sich diesen Verlauf anguckt. Also ich finde ihn, weiß nicht wie, ich meine, klar, Schönheit liegt immer im Auge des Betrachters, muss man ganz klar sagen. Aber ganz klar ist, für mich ist das zumindest optisch nicht schön. Aber gut, ja, das kommt immer darauf an, wie ihr das ausseht. Also ich finde den Verlauf gestern relativ hässlich. Und auch in
Zum Beginn der Woche, auch am Montag und auch letzte Woche, sah es teilweise genauso hässlich aus. So habe ich zumindest das Gefühl. Und deswegen vielleicht auch da nochmal, falls der ein oder andere gerade ziemliche Schwierigkeiten hat mit dem Handeln. Hier seht ihr gerade den Nasdaq oder vielmehr den Nasdaq Future. Und da will ich nochmal drauf eingehen, was so die gerade die Schwierigkeit ist oder die Komplexität gerade hier in dem Chart und vielleicht auch den ein oder anderen eventuellen Lösungsansatz mitgeben, damit ihr einfach einen Mehrwert auch davon halt habt. Ja, genau. Gut, dann steigen wir mal ein. Also wir haben einmal, sehen wir hier im Chart, vielleicht noch zur Orientierung, wer gar keinen Plan hat, was man hier überhaupt jetzt sieht. Also in Schwarz und Weiß, das sind immer 1-Minuten-Kerzen und dahinter die braunen und die blauen Kerzen, das sind 5-Minuten-Kerzen. So habe ich dann zwei Zeiteinheiten in einer. Ja. Genau. Und wir haben jetzt hier einmal, sehen wir halt Phasen, wo der Markt halt sich in eine Richtung bewegt. Hier die Eröffnungskerze von gestern, 110 Punkte, 110 Punkte in eine Richtung, ja, über 5 Minuten und dann ist plötzlich Stopp und dann geht das da wieder über 100 Punkte zurück. Oder auch hier, da vielleicht nicht ganz so dynamisch, aber trotzdem relativ konstant, wenn man jetzt sich zumindest mal die schwarz-weißen Kerzen, die 1-Minuten-Kerzen anschaut und da dann in Richtung Tageshoch dann geht, ja. Oder auch die Abwärtsbewegung, die dann danach gefolgt hat, relativ dynamisch über so knapp 10 Minuten, ja, mit einer kleinen Pause und dann nochmal 5 Minuten etwas tiefer, wo der Markt dann wieder sehr konstant gefallen ist. Ja, und ich habe jetzt nicht alle Bewegungen hier eingezeichnet, aber ich denke mal, das verdeutlicht das eine Bild. Ja, wenn man genau in so einer Bewegung drin ist und in der richtigen Richtung, dann natürlich ganz cool. Aber Probleme gibt es dann halt, wenn zum Beispiel wir so plötzliche Drehungen nach langen 1-Minuten-Kerzen zum Beispiel bekommen. Und die haben wir ja auch. Also wer da natürlich jetzt genau diesen Fehler dann begeht, was ja im Prinzip kein Fehler ist, weil wenn ich genau auf diese Bewegung setze, auf diese konstanten Bewegungen, ja, dann bin ich ja entweder am Hoch oder am Tief einer 1-Minuten-Kerze zwangsweise, entweder long oder short. Ja. So, und wenn ich dann genau so eine Kerze habe, hier blau gezeigt, wo jetzt mein Mauspfeil ist, ja, 1 Minute Vollgas runter, 30, 40 Punkte und dann wieder komplett Retour. Ja, wenn ich da jetzt genau drauf setze, okay, jetzt sehen wir eine lange bärische Kerze und ich setze da drauf, dass mein liebstes Eichentum muss ich hier nochmal bemühen. Wo ist es? Da ist es. Und ich setze halt wieder vor, auch darauf, dass der Markt halt einfach konstant so nach unten weiterfällt. Ja, also so, dann habe ich hier ein Problem, wenn ich hier unten eventuell in einen Short Trade reingehe. Ja, dann schlechtester Punkt erwischt. Ja. Gleiches auch. Auf der Oberseite, ja, hier am Hoch, eine lange 1-Minuten-Kerze über das Hoch der letzten 5-Minuten-Kerze drüber und dann ist danach Schluss und dann entsteht so eine Umkehrkerze und wir sehen, dass danach der Markt halt dreht und wer hier davon ausgeht, ja, vielleicht da auch ein bisschen emotional ist und denkt, oh, jetzt verpasst er was, der Markt ist hier ausgebrochen und jetzt steigt der Markt und man geht hier oben dann emotional long rein, ja, und vielleicht dann auch ja, dann geht es hier raus aus dem Bildschirm. So. Ja, also wenn man das vor Augen hat, von der Kontinuität der Bewegung, kann es halt auch sein, dass man einfach zu spät dann drin ist. Und das ist genau die Schwierigkeit, weil das genau die Punkte sind, wo es dann eventuell teuer wird. Klar, man hat am Ende seinen Ausstopper, aber die Frage ist, muss der jetzt denn sein? Ja. Genau, und so habe ich hier noch einige Dreh- und Angelpunkte jetzt nochmal mit eingezeichnet. Ja, hier auch nochmal von unten eine lange 1-Minuten-Kerze nach unten und danach geht der Markt wieder nach oben und holt sich dann wieder den Ausgang der Bewegung. Und das zeigt ja, denke ich, schon mal relativ gut die Schwierigkeit, die man jetzt hier im Trading vielleicht hat. Springe ich auf einen Impuls halt sehr schnell mit auf? Wenn ich es nach 1 Minute mache, kann ich halt das Problem haben, dass ich dann genau am Ende der Minute halt verkehrt positioniert bin. Nach 2, 3 Minuten kann es auch eventuell zu spät sein. Also hier seht ihr einmal die relativ deutlich an diesen paar Beispielen jetzt die Gefahr zwischen einer ja, 10-minütigen Bewegung oder 5-minütigen Bewegung von wo der Markt deutlich Punkte macht versus eine Bewegung kurz angetäuscht und dann in die andere Richtung. Und das
denke ich mal, das kann den einen oder anderen doch einiges auch an Knete kosten. Ja. Ich meine, gegen Ausstoppern ist ja nichts zu sagen, sie gehören dazu, aber es ist halt schon auch ärgerlich, wenn man mal als Beispiel jetzt hier auf der rechten Seite das nimmt, ja, und denkt, okay, eine Minute runter, wir durchbrechen hier noch eine Unterstützung und jetzt fällt der Markt ans Tagestief, zum Beispiel hier nach unten. Ja, wenn das die Denkweise ist, ist es genau die verkehrte Denkweise. So, dann kommt der Markt hier hoch, man geht vielleicht davon aus, oh Mensch, na, jetzt Markt, jetzt bricht da oben aus und man sieht jetzt hier schon wieder den Ausbruch durch die ganzen Widerstände und dann ist es auch wieder die verkehrte Denkweise. Und das ist halt, da muss man aktuell ziemlich aufpassen, dass man da nicht auf dem verkehrten Fuß erwischt wird und deswegen aktuell bei mir auch eher so eher weniger Trading als zu viel Trading. In so einer Phase ist oftmals das Risiko nicht, wird das Risiko nicht immer bezahlt, was man eingeht. Ja? Und was halt auch passieren kann, vielleicht heute, dass ihr plötzlich Trade seht, wo er sagt, ey, der ist doch wahnsinnig, wo steigt der ein? Ja, wenn ihr es, klar, wir sehen ja jetzt hier oder ihr seht ja auch das fertige Chartbild, aber stellt euch vor, man geht hier plötzlich nach so einer langen Kerze long. Dann mache ich das ja nicht deswegen, weil ich der Meinung bin, oder das ist ja dann der Grund darauf, ist ja, dass eventuell man genau sagt, okay, ich habe das sehr oft gesehen, dass in diesem Verlauf bei langen Kerzen der Markt seine Bewegung stoppt und dann in die andere Richtung geht und deswegen gehe ich dort long oder ich gehe ja halt hier oben short. Ja, und man denkt sich, Alter, der kann doch nicht bei so einer starken Bewegung dagegen gehen, volles Brett und plötzlich hält der Markt aber an und man erwischt vielleicht dann die Konterbewegung. Also das halt, wie gesagt, so die Schwierigkeit, aber auch ein Vorteil im Markt, wenn man diese richtigen, diese Punkte zumindest erwischt, kann es vielleicht ganz gut werden. Aufpassen muss man halt, wenn man zu oft die verkehrten Punkte erwischt, dass man sich dann nicht in so ein Overtrading reinkommt, um dann halt und dann halt zu viel verliert. Also da ein bisschen aufpassen. Ja. So, eins, was auch noch aufgefallen ist, gestern zumindest mir, ist dann nochmal so eine, auch so ein Punkt, wenn man jetzt etwas größer halt schaut, diese plötzlichen Richtungsänderungen, nachdem irgendwelche lokalen Hoch- und Tiefpunkte, vielleicht auch Tageshoch und Tagestief, rausgenommen werden, dass der Markt in seine Richtung dreht. Ja. Also ganz offensichtlich hier zum Beispiel gestern, als wir das Eröffnungstief rausgenommen haben von 15:30 Uhr, ja, ging der Markt danach nur noch nach oben. Da gab es ein schönes Signal, ein sogenanntes Box-Setup, was hier unten stattgefunden hatte in diesem Bereich. Ja, und da war hier ein Long Trade möglich und dann sieht man, ist der Markt relativ gut nach oben gegangen. Also auch gegen die Bewegung. Ihr müsst euch ja vorstellen, zu dem Zeitpunkt, wo man hier den Long Trade eingeht, man sieht ja nicht, dass es steigt. Ja, ihr seht ja, bis dahin sieht ja der Chart für euch ja so aus. Und das ist dann schon auch eine große Vorstellungskraft, die man ja einfach braucht. Ja, gegen diese Abwärtsbewegung mit einem Bruch eines Tag oder eines, also eines Eröffnungstiefs, dann zu sagen, ey, ich gehe da mal long. Ja, und diese Vorstellungskraft zu haben, das muss man auch trainieren, dass man halt merkt, okay, in so einem Umfeld, wie es gerade halt ist, bedeutet vielleicht auch hier und da ein bisschen anders zu denken. Ja. Der DAX ist da wieder eine andere Rolle, der ist sehr, sehr trendig. Man hat das ja heute gesehen auch. Ja, aber hier die Technologiebörse ist da aktuell ziemlich wild. Auch der S&P sieht genauso in Anführungsstrichen dämlich aus, um es mal nett auszudrücken, ja, finde ich. Ja, aber es gibt halt auch durchaus auch gute Trades. Ja. Aber die Trades sehen oftmals, vielleicht auch wenn das, falls ich nachher einen Trade mache, das weiß ich ja noch nicht, was mir der Markt da anbietet, kann es halt sein, dass man denkt, der geht dort an einen Punkt rein, da würde ich im Leben nicht einsteigen und nachher ist es vielleicht ein guter Punkt. Ja. Dann auch hier, wie hier, der Markt nimmt halt ein lokales Hoch raus, kurz so eine Range von 15 Minuten geht raus und dann sofort wieder zurück. Ja, hier war es dann auch ein bisschen hässlich. Oder hier auch nochmal ein sehr gutes Beispiel, ja, in Kombination, das Tief rausgenommen, ein lokales Tief von vor einer halben Stunde dort und dann doch wieder gestiegen oder 20 Minuten und dann doch wieder gestiegen. Also das sind nur einige Beispiele. Genau, dann noch eine Frage. Eine Frage, wie kann man denn da die Stops setzen? Also entweder man arbeitet so ein bisschen pauschal mit einem Stop. Ich würde es so machen, ich selber oder handel, oder wie mache ich es persönlich? Ich selber handle aktuell, ich handle meistens so mit drei Kontrakten.
Also 1 bis 3, mal auch ein bisschen mehr, aber typischerweise so 1 bis 3. Und da kann ich dann die Trades ein bisschen managen. Wenn ich jetzt sage, ich habe bei, können wir ja kurz mal machen, ich tue das mal kurz neu starten, weil das eine Frage ist. So. Also rechnen wir das mal ganz schnell aus. Weißes Blatt Papier hergenommen und so, wenn ich jetzt sage, ich handle hier im Future, ja, ich handle hier den MNQ, den Micro Future MNQ ist die Abkürzung dafür und ich handle drei Kontrakte und bei drei Kontrakten mal, ich sage jetzt mal 25 Punkte, ja, bedeutet 25 Punkte SL und das mal 2 Dollar, ja. Dann komme ich nach Adam Riese auf minus 150 Dollar, so ungefähr, für einen Trade. Habe ich es richtig gerechnet? Manchmal ein Webinar setzt manchmal so eine Denke das aus, ja, weil man sich auf andere Sachen konzentriert. 3 mal 2 mal 25, ja, ich glaube ja 150, so plus Spesen. Ja. So heißt auf gut Deutsch, wenn ich jetzt nur einen Kontrakt handle, kann ich mir halt aktuell sogar bei einem Kontrakt, auch 75 Punkte Stop-Loss leisten. Ja, oder ich kann bei zwei Kontrakten dann so ein bisschen so dazwischen halt, also ganz grob, ich kann jetzt einfach sagen, ich gehe mit einem rein, gucke, ob das so rumkommt und theoretisch könnte ich 75 Punkte mir an Stop-Loss leisten und würde in Summe auch nur das verlieren, was ich auch mit drei Kontrakten bereit bin zu verlieren. So kann ich so ein bisschen variieren. Ja. So, so mache ich das Ganze. Es kann manchmal auch sein, dass ich theoretisch auch darüber gehe, über die 150, wenn ich sage, okay, weiß ich habe mein Tagesloss liegt bei 1000 Dollar, ja, dann bin ich vielleicht auch bereit, solange ich noch die Chance sehe, dass der Markt sich in meine Richtung doch noch entwickeln kann, bei der Volatilität gerade nur einen kleinen Umweg geht, aber das Szenario prinzipiell immer noch intakt ist. So dass man halt auch mal das Risiko ein bisschen ausweitet. Ja, manchmal ist es so, man muss halt hier und da das Risiko manchmal so ein bisschen ausweiten, um dann doch wieder in die richtige Richtung zu kommen. Das kann man nicht immer so komplett eins zu eins steuern, aber prinzipiell ist das schon der Versuch, also das hier nicht auszureizen. Und jetzt kommt genau das Problem rein, wenn der Markt halt sehr stark schwankt, kann es halt sein, dass man diese 25 Punkte Risiko gar nicht wirklich in den Take Profit reinbekommt, sondern dass man halt hier 25 Punkte Stop Loss halt riskiert. Ja, aber die Gewinntrades, schreibe ich mal hier drunter, Gewinntrades, die bringen halt nur 5 bis 10 Punkte. So, und das macht dann, da merkt man halt, da ist das wirklich dieses Trading dann mehr auf Trefferquote ausgelegt und ist halt anstrengend, nervig, frisst halt viel Kosten. Und da muss man dann halt auch überlegen, ob man dann nicht eher das Trading dann für den Tag sein lässt, wenn man jetzt da nicht diesen eine ordentliche Bewegung hinbekommt, wo man vielleicht auch mal 50 Punkte in der Minute oder in 10 Minuten oder 5 Minuten, je nachdem, wie hoch die Volatilität ist, dann halt holt. Wie gesagt, 25 Punkte ist nur so ein ganz grober Ansatz. Theoretisch sollte man, da gibt es aber auch Ausbildungsvideos schon auf der YouTube-Seite von FX Flat, wo ich das sicherlich mal erklärt habe, dass man die 25 Punkte Stop auch an die Volatilität anpassen muss. Also wenn die Volatilität höher ist, klar geht der Stop hoch. Ja, ich regel das dann, indem ich einfach weniger Kontrakte handle. Wenn die Volatilität klein ist, dann kann es auch sein, ich handle einfach mehr. Ja, genau. So. 20 haben wir es. Gut, dann 150, noch eine Nachfrage, 150 pro Trade oder pro Tag pro Trade? Das wäre jetzt dann, wenn ich 150 jetzt, dann wäre das halt schon, also wer, für wen jetzt so 150, vielleicht steht das dahinter, für den jetzt so 150 persönlich zu viel sind, der kann A nicht im Mikro-Future zum Beispiel handeln, weil hier im Mikro-Future ist ja ein Punkt, ups, gleich 2 Dollar, ja, entspricht 2 CFDs. Der müsste dann halt auf ein anderes Produkt halt wechseln, ne? Auf ein CFD, wo man vielleicht dann auch in der Positionsgröße runtergeht. Ja. Also das kommt immer auf das Konto drauf an, was man auch handelt, ja. Genau.
Wie gesagt, im Normalfall ist es bei mir bei vielen Trades so, dass die 25 Punkte minus eher weniger erreicht werden oder nicht so oft erreicht werden oder die 75 jetzt bei einem Kontrakt, ja, dass meistens der Trade auch bei der Volatilität innerhalb von einer Minute auch wieder draußen ist, ja, weil wenn jetzt die eine Minute als Beispiel runtergeht, ja, geht hier eine Minute runter und jetzt kommt die nächste, die sieht in den ersten 10 Sekunden so aus. Ja, und in den nächsten 40 Sekunden läuft das so hoch und ich bin hier dann long drinne. Kann es halt sein, dass ich dann nach 10 Punkten schon wieder raus bin, ja, falls denn, weil ich mich ja davor schützen muss, falls die nächste Kerze wieder so ausschaut. Ja. Da muss ich ja gucken. Ne. Also das so als Idee, damit man vielleicht dann nochmal so ein bisschen eine Idee hat. Also wenn man die 150 pro Trade eingeht, dann sei jetzt mal so bei drei vollen Ausstoppern. Ja, so bei 450, $500 minus wäre dann für mich so erstmal der Tag jetzt nicht zwingend zu Ende, aber ich würde schon mal überlegen, ob der Tag zu mir passt. Ja. Klar, die Gewinnseite sollte natürlich logischerweise ähnlich sein. Ja. Das nochmal so dazu. Gut, dann gehen wir mal runter in meinen Trading-Chart hinein. Wir haben jetzt noch 9 Minuten, mal ein bisschen Analyse und dann gucken wir mal, wie die US-Börsen heute hier reinkommen. So sieht das Ganze aus hier im Stereo Trader und in der MetaTrader 5 von FX Flat. Ihr seht in der Mitte wieder die beiden Einheiten, also 1 Minuten und 5 Minuten Chart kombiniert. Gibt mir einfach einen guten visuellen Blick. Bei mir gibt es halt, wie gesagt, ein gewisses Setup, dieses Box-Setup, was ich dann handle. Vorteil ist, wenn ihr bei FX Flat seid, ihr könntet theoretisch, kann ja vielleicht da nochmal machen, auch ein CFD aufmachen. Und wenn ihr dann die Future-Daten als Datenfeed abonniert, kostet natürlich Geld, wie bei jedem Broker auch, dann könnt ihr euch das Level 2 hier einblenden lassen für den entsprechenden Future. Ja. Ist im CFD-Trading auch ganz gut, wenn man manchmal eine große Order sieht, die etwas größer ist und sieht, oh, der Markt, der kommt da nicht durch oder der Markt geht dann da durch und plötzlich beschleunigt er, dann kann man da vielleicht auch mal einen ganz guten Trade machen. Genau. Ja, 1- und 5-Minuten-Chart dahinter, die gleitenden Durchschnitte, weil da immer die Frage kommt, welche sind das? Das ist bei mir hier 30 und 100. Ja. Und dann habe ich hier noch das Volume Profile dann auf der linken Seite noch mit drinne, wo man einfach sieht, wo ist aktuell gerade hier der Point of Control, also der Haupthandelsbereich, das ist hier dieser Punkt, also wo das meiste Volumen umgesetzt wird, dann sieht man die Value Area, das ist hier dieser Bereich, der blaue, so bis zum Tageshoch. Das ist da, wo jetzt 70% des gesamten Volumen heute hier gehandelt worden sind. Ja. Was halt oftmals ist, vielleicht auch die sowas schon, die den Future vielleicht haben und aber diesen Kniff gar nicht kennen. Und zwar, die meisten haben dann hier, wenn sie jetzt den Future sich laden, dann auch nur das Level 2 vom Mikro-Future drin. Der Mikro-Future ist ja nur ein Zehntel von dem Mini-Future. Und da könnt ihr Folgendes machen: Ihr geht hier auf Stereotrader-Einstellungen, geht dann auf Instrument und dann wählt ihr als Volumenquelle den NQ aus, NQH. Ja, ich würde hier nicht den MNQ nehmen, weil, ja, wie gesagt, da stehen zwar 100 Kontrakte drin, aber 100 Kontrakte entsprechen ja auf den normalen Futures nur 10. Ja. Von daher würde ich dann die Volumenquelle hier NQ auswählen und dann habt ihr dann auch den von dem Nasdaq. Wie gesagt, im Nasdaq finde ich jetzt das Level 2 nicht ganz so spannend. Eher selten, dass da mal wirklich der Markt dann so nach so einer großen Order auch was auch schaut. Der Markt ist schon relativ liquide und nimmt auch gerne mal 100 Kontrakte in der Sekunde auch weg, weil das Volumen ist relativ hoch in dem Future und also der Future hat nicht so eine große Markttiefe. Oder eine hohe Markttiefe und deswegen spielen so die Levels da eigentlich gar nicht so eine wichtige Rolle. Aber wo es halt vielleicht funktionieren kann, man kann ja auch den S&P 500 traden, auch im Mikro-Future und da, wenn man sich da das dann reinnimmt,
wie den einen Tag mal so eine 1500 Kontrakte Limit Order dort liegt, dann kann man sowas auch im Trading dann mit benutzen. Und wenn ihr natürlich jetzt aber gar nicht im Future handelt, aber ihr wollt auch diese Informationen von dem Level 2 haben, ja, dann könnt ihr ja die Futures abonnieren und ihr fügt das Ganze dann ein im CFD. Ja, gibt es auch ein Video bei mir auf dem Kanal, wenn ihr bei YouTube mal guckt, Heiko Behrendt, das nennt sich CFD trifft Level 2. Ja, da erkläre ich das auch, wie man es einstellt. Da könnt ihr euch das Ganze anschauen. Dann vielleicht eine kleine Änderung, die es jetzt gab, denn die Apple-Aktie hat den Platz 1 in der Gewichtung verloren, also der schwerste Wert ist aktuell Microsoft. Dann kommt Apple als zweitschwerster Wert, denn die Amazon hier unten habe ich jetzt noch Tesla drin, obwohl sie halt relativ volatil zurzeit ist. Genau, und dann gucke ich immer darüber so ein bisschen, bekommt man so einen Einblick, je nachdem, wie die Einzelwerte handeln, ob jetzt diese Bewegung eher aus dem Future rauskommt oder eher durch die Einzelwerte getragen wird oder gestoppt wird. Also wenn so jeder Wert so ein bisschen so seine Richtung macht, dann passiert genau das, was heute Morgen auch im DAX passiert ist, dass es so hässlich seitwärts geht, bis dann irgendjemand entweder im Future oder in den Einzelwerten dann den Kaufknopf drückt und dann kann es sehr konstant nach oben gehen oder nach unten, wissen wir ja nicht. Gut. Ja, wir sehen also jetzt hier schon aktuell uns den 1-Minuten-Chart angucken. Ja, da sehen wir 2 Minuten, 13 Punkte hoch, dann wieder in 5 Minuten das runter, wieder eine schwarze Kerze gefolgt von einer weißen. Also bleibt weiterhin chaotisch. Ich werde auch die ersten 5 Minuten hier wahrscheinlich auch noch gucken. Also ich bin jetzt nicht der Typ, der zur Eröffnung reinhüpft. Warum nicht? Klar, so wie gestern, wo der Markt halt am Stück 110 Punkte läuft, da ist natürlich, also wenn die erste 5-Minuten-Kerze so ausschaut, dass der Markt hier wirklich in eine Richtung stark nach oben geht, dann macht das natürlich Sinn. Aber es gibt genug Eröffnungen, wo der Markt in der ersten Minute, weiß ich, der Markt eröffnet jetzt hier, dann geht er in der ersten Minute hoch und dann plötzlich geht er 3 Minuten runter und in der letzten Minute wieder hoch. Und bei solchen Eröffnungen bin ich auf alle Fälle, ja, habe ich keinen Vorteil. Ja. Und dass diese Eröffnung immer mal wieder gibt, ne, bin ich da eher ein bisschen vorsichtig. Ist ja halt auch die persönliche Erfahrung. Welche Erfahrung hat man mit der Eröffnung gemacht? Ja. Und ja, falls ich der Meinung bin, dass wir eine gerade Bewegung bekommen, kann es vielleicht auch sein, dass ich da drauf springe. Ich werde es mal sehen. Ich würde jetzt nochmal hier kurz reingehen in den Chart und mir mal angucken, wo steht denn das Ganze hier jetzt im Stundenchart. Und man muss doch ein bisschen kleiner machen. So, wie gesagt, da ich ja die erste kaum handle oder eher weniger handle. Gut. Also im Future war man hier genau dran gewesen an diesen letzten Hochs aus dem Dezember, 22.12. und 21.12. waren wir ziemlich gut dran. Im CFD vielleicht da auch der Unterschied, das wird jetzt auch der eine oder fragen. Wir haben gerade so um die, glaube ich, 70 Punkte circa Unterschied zwischen CFD und dem Future-Preis. Das liegt halt in der Beschaffenheit, wie ein Future beschaffen ist. Was dem zugrunde liegt, da sind Zinsen eingepreist und auch Dividenden und so weiter und so fort. Lagerhaltungskosten, die man halt hat, wenn man jetzt sich Aktien ausleiht und so weiter. Also ein Gedöns da drinne. Der Markt, der Unterschied, der geht zum Verfall hin immer weiter zusammen. Ja, und die Arbitrage, die passt auf, dass der Unterschied halt entsprechend so ziemlich gleich bleibt. Also sobald es da ein Marktungleichgewicht geben würde zwischen der Kasse, also dem echten Nasdaq, wo die Einzelwerte drin sind, und dem Future, dann springen automatische Programme an und loten das Ding immer aus. Also da braucht er keine Angst zu haben, dass da irgendwas auseinanderläuft. Genau. Also von daher sind wir hier relativ im Future, relativ gut oben angekommen im Stundenchart. Also das Hoch relativ gut getroffen gehabt vorgestern. Dann gestern so ein bisschen die fiese Nummer, dass wir auch unter das Tagestief hier gefallen sind vom dem Tag davor. Und dann ging die Bewegung hier nach oben los. Ich muss jetzt mal gucken, worauf ich immer mal gerne schaue, ist auf das höchste Tief im Chart und das höchste Tief. Da sind wir jetzt hier am Hoch dran.
Hier und da, nicht immer, gibt es immer mal auch Reaktionsbereiche an so einem höchsten Tief. Mal sehen, ob das heute jetzt passiert. Der Nasdaq kommt relativ gut jetzt rein oder relativ hoch rein. Und wenn wir uns jetzt hier nochmal anschauen, ich mache da nochmal gleich eine braune Linie rein, ist für mich immer ein Schlusskurs. Also wir sind eröffnen, wenn wir jetzt uns nur gedanklich mal reinversetzen in die Uhrzeit von 15:30 Uhr bis 22 Uhr, dann eröffnet der Nasdaq heute mit einem Aufwärtsgap und mal sehen, ob wir das hier dennoch nach unten schließen oder nicht. Ansonsten darf der Nasdaq natürlich auch ansteigen in Richtung Tageshoch von vorgestern. Und da bin ich mal gespannt, falls der Markt dorthin steigt, ob wir dann noch einen Ausbruch schaffen hier aus dieser breiten Trading Range im Tagesschart. Wäre das sicherlich auch interessant, weil wenn wir uns das hier mal so ein bisschen zusammenschieben, da ist dann Potenzial auch auf der Oberseite schon einiges noch da. Also das wird sicherlich spannend werden. Mal sehen, wie der Markt jetzt hier reagiert. Wir stehen so ein bisschen, oder was ich jetzt überlege, ist rein vom Verlauf heute, morgen. Wie gesagt, kann auch sein, dass heute relativ wenig geht, weil morgen die wichtigen Inflationsdaten kommen. Ja, also dass das Ganze heute auch will. Also für mich ist hier oben das prinzipiell im Sinne einer Trading Range erstmal Widerstand. Ja. Und prinzipiell wäre das hier auch eher die Short-Seite in Richtung Gap Close und noch ein bisschen tiefer. Und dann muss man mal sehen, ob dann halt der Markt irgendwann es vielleicht auch schafft, hier durch diesen Widerstand durchzugehen und auszubrechen. Das ist halt, das wäre dann eine Veränderung des Zustandes. Aber prinzipiell, solange der Markt den Widerstand hier nicht wirklich nachhaltig per Tagesschlusskurs knackt, bleibt der Nasdaq auch für mich gesehen hier in einem Abwärtstrend drinne, der bis zum Widerstand gelaufen ist und dann hier Potenzial hat, auch wieder deutlicher zu fallen. Ja. Gut, ja, das ist jetzt hier so eine Eröffnung. Ja, der Markt ist hier erstmal kurz hochgegangen und jetzt wieder runter. Wir gucken uns das Ganze hier mal an. Da sehen wir, das meine ich mit dieser ersten Minute. Ja, also eine Minute hoch, 25 Punkte und die zweite Minute hier direkt mal 30 Punkte runter. Genau so eine Eröffnung will ich nicht drinne sein und deswegen halte ich mich da meistens raus aus dem Ganzen. Also das wäre jetzt für mich genau das Ding, wo ich sage, das will ich halt nicht sehen. Wie gesagt, oben habe ich hier den Stundenchart und darunter seht ihr auch nochmal, also manchmal habe ich hier oben auch dann den Tageschart drinne, wenn wir wirklich massive Bewegungen haben, um einfach zu sehen, wo sind wir dann innerhalb des Tages. Ja, aktuell hat der Markt jetzt nicht so einen starken Trend, dass wir da sowas sehen oder dass das wichtig wäre. Also wir sind jetzt hier, jetzt haben wir gleich das Gap hier zu. Und genau, von daher habe ich jetzt hier einen Stundenchart offen. Unten seht ihr 15-Minuten-Chart und dahinter liegen den Stundenchart. Also ist ein bisschen doppelt gemoppelt jetzt gerade, aber für mich jetzt erstmal soweit okay. Ganz rechts ist der Trading Dome. Da seht ihr so ein bisschen, wie das Volumen hier läuft. Ja, habe ich so ein bisschen einfach um mal an, um zu sehen, wie der Markt so hin und her wackelt. Manchmal gibt es da interessante Dinge zu sehen, ist aber auch eher selten. Ja, dann kann ich das hier löschen und dann sehe ich immer ab da, wo ich gelöscht habe, wie dann die Orders da reinkommen. Ihr seht, da ist ordentlich Action. Jetzt kann ich das mal noch einstellen. Obwohl, ich habe es noch hier eingestellt. Ah, jetzt geht's. So. Hier sieht man jetzt Kauf- und Verkaufskurs, also da sieht man auch den Spread. Ja. Aber ihr seht ja, wie schnell das ja hin und her geht. Genau. Alright. Dann gucken wir mal, was uns der Markt da so anbietet. Ja, Eröffnung, also einmal hoch rausgenommen, tief rausgenommen. Ja, und da geht das genauso los, schon fast wie gestern, obwohl gestern war es ja erstmal 5 Minuten nur Vollgas nach oben. Aber krasse Kerze. Aber wenn man jetzt die Kerze hier sieht, aktuell, gleich sind die 5 Minuten rum. Wenn man das in Punkten sieht, was der Markt dann hier einmal hoch, einmal runter und wieder hoch, also was da die Summe der Punkte ist und vielleicht jetzt hier wieder runter, das sehe ich gerade, was da an Strecke gemacht wird innerhalb der ersten 5 Minuten, das ist dann schon immer echt Wahnsinn, wenn man das mal zusammenzählt. So.
Right. Jui. Ach so, ich muss heute im Übrigen leider genau 16 Uhr Schluss machen, weil ich danach noch einen Termin habe, der sich nicht verschieben ließ. So, also wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, bei diesem schnellen Hin und Her muss man extrem schnell auf Zack sein. Es fällt mir in so einem Webinar sicherlich auch immer schwer, weil hier ist einfach nur angesagt, sehen, klicken. Und gestern hat mir noch jemand geschrieben und gesagt, Heiko, ich habe gestern dein Webinar mit angeschaut, ich habe überhaupt nicht gesehen, was du gemacht hast und irgendwie hast du da Gewinn gemacht. Hier 88 Kontrakte, mal sehen, ob der Markt da drüber bleibt. Da wurden schon 188 gehandelt, 260. Interessanter Punkt, zumindest jetzt mal da oben. Also die 80 Kontrakte halt weggenommen, als wäre es nichts. Ja, also das spielt, wie gesagt, im Nasdaq nicht so die Rolle. Aber könnte jetzt ein Preisbereich sein, der interessant vielleicht für die Zukunft jetzt ist. Ja. Lass den mal ein bisschen austoben hier. Genau, was wollte ich gerade sagen? Genau, kann sein, dass ich habe gestern eigentlich immer auch versucht, das zu erklären, so ein bisschen, aber man muss halt hier sehr intuitiv halt klicken. Ja, und dann plötzlich stehen da dann 20, 30, 50 oder 100 plus drauf und man fragt sich, ey, was hat er eigentlich gemacht? Ja, das kann durchaus auch passieren. Also der Punkt war interessant, ging 5 Punkte, so 5 bis 10 Punkte mal da durch und jetzt trotzdem gleich wieder gekauft. Also der Käufer, der sich hier reingestellt hat, der hat jetzt zumindest mal seinen Vorteil hier auf der Seite, 15, 16 Punkte. Naja, also wie gesagt, ich habe es gestern auch schon gesagt in dem anderen Webinar. Es ist einfach so, man darf jetzt nicht versuchen, oder ich bin der Meinung, man sollte jetzt nicht versuchen, auf Krampf jetzt nur, weil der Markt sich halt hier hin und her bewegt, zu sagen, Mist, habe ich verpasst, hier unten einen Long Trade zu machen. Wie gesagt, das kann man nur machen, indem man die Vorstellungskraft hat, dass der Markt nach 2 Minuten runter auch wieder 4 Minuten steigt. Ansonsten kann man das ja nicht wissen, wer soll man es auch wissen? Ja, das meinte ich ja mit dem Ausbildungsanteil. Genauso ist jetzt auch die Frage, der Markt geht jetzt vielleicht hier durchs Hoch durch. Schnippt er jetzt wirklich weiter oder bleibt er jetzt hier irgendwo kleben? Hier 80 Kontrakte, kann man mal gucken, wie die gleich genommen werden oder ob der Markt jetzt davor kurz ein bisschen anhält. Aber wenn die genommen werden, wie gesagt, typischerweise geht das dann relativ flott. Wenn da eine Order im Markt ist, dann wird die einfach durchgehandelt. Dauert Sekündchen, ja. Interessant wird es nur, wenn der Markt jetzt vielleicht über 5 Minuten oder 6 Minuten da oben handelt und dann sozusagen da diese Order respektiert. Ne? Und ihr seht diese Order hier auch im Level 2. Ups. Ja, ups. Da sehen wir sie auch. Da seht ihr das. Das ist die gleiche wie hier. Es gibt nur ein Datenfeed. So, zack. Da war sie weg. 58 Kontrakte wurden gehandelt. Ein bisschen runter, ein bisschen Reaktion. Ah, ist schon Wahnsinn, wie schnell das geht. Jo, also da hat man kurz die Order nur abgeholt, ging noch nicht weiter. Es kann auch ein Kriterium sein für einen Trade, ja. 10 Punkte. 10 Punkte mit einem Kontrakt $20. Boah. Jo. So. Aber ihr seht ja, wie volatil das ist. Ja. Innerhalb der Minute einmal 10 Punkte runter und wieder hoch. Ja. Da muss man dann aber schon gucken, ob man da überhaupt mit 20 Punkte SL hinkommt. Ja. Worauf ich jetzt so ein bisschen achte, ist, wir sehen hier, dass bei den Einzelwerten schon ziemlich gut Action ist, ja, auf der Upside. Microsoft hier über dem Tageshoch ausgebrochen und auch direkt weiter. Also die Gefahr ist so ein bisschen, dass wenn halt hier die starken Werte, wenn die es nicht schaffen, dieses Momentum aufrechtzuerhalten, dann kann das und falls die auch noch einen Gap Close machen, wie gesagt, der Tag ist ja noch lang, ich bin ja dann weg. Aber da mal drauf zu achten, falls hier irgendeiner dieser Top-Werte schwächelt oder schwächeln sollte, dass man da auch dann sagt, okay, wenn die noch einen Gap Close machen, dann ist auf alle Fälle auch Platz nach unten. Ne? Das nur, wie gesagt, so. So ein bisschen vorausgeschickt. So, was ich jetzt hier sehe, ist so ein bisschen, oder da gucke ich jetzt mal drauf, ob wir hier im Chart diese 1-Minuten-Kerze so ein bisschen verteidigen können und ob wir vielleicht hier ein bisschen was, ja, eine Order sehen, sodass wir hier vielleicht auch ein bisschen Long bauen können. Mal sehen.
Also wenn der Markt hier in dieser Außenkerze seitwärts läuft, immer meine Idee, dass der Markt da so ein bisschen hin und her geht. Mal gucken, ist das eine Impulskerze? Darauf auch mal achten. Ihr habt es vorhin gesehen, da ging es ja gleich los. Ich habe meinen Long rein. Mal gucken, ob wir den Impuls bauen. Ah, jetzt dreht ihr halt in der Minute um. Zack. Ja, eingefallen. So, in der Kerze nochmal drinnen. Bei der Vola dauert eine Minute schon relativ lange. Schade, es hätte ein bisschen höher gehen müssen, dann wäre es okay. Na, da wären wir aber wahrscheinlich gleich ausgestoppt. Aber der Stopp liegt, wo er liegt. So, noch einen dritten rein. Dann raus. Gut, waren jetzt 70 Euro minus. Also hier war jetzt die Idee, dass der Markt vielleicht das hier hält. In der Minute ging es so ein bisschen nach oben. Aber die Minute, ja, dann doch weiter nach unten. Also die Idee war, dass der Markt hier die 37 hält und dann höher geht. Jetzt hätte er ja auch mal eine Minute früher machen können, ja, ein paar Sekunden früher. Ja, sinnlos. Das war natürlich jetzt mies. So, da ausgestoppt. Ah ja. Ja, wie gesagt, bei der Volatilität halt muss man halt dann gucken. Aber was jetzt hier fehlt, jetzt brauchen wir halt hier nach oben den Break auf der Oberseite, damit es dann halt höher gehen kann. Ah, ärgerlich. Muss er das Tief dann nochmal brechen? Naja, so ist es. Jetzt kommt die Kerze doch noch hoch und macht jetzt ein neues Hoch. Ja. Genau das wollte ich eigentlich sehen, aber ohne dass ich halt ausgestoppt werde, ans Hoch der vorhergehenden 5-Minuten-Kerze zu kommen. Naja, so ist es. Oh, jetzt hier kommt ordentlich was rein. 200 Kontrakte. Schnipp, weg waren sie. Da unten nochmal 112. Also hier stellen auf alle Fälle jetzt einige Limits rein. Ach ja. Fünf Punkte zu knapp. Ah ja. Bin ich jetzt bei minus 7 Euro? Ich hatte heute vorhin schon noch mal einen Trade gehabt.
So, das sieht jetzt wieder so aus wie der Aufbau. Mal sehen, wie die Impulskerze hier ist in der ersten Minute. Also die ersten paar Sekunden hoch, dann runter. So, hier sieht man zumindest hier unten bei der Tesla gerade, dass die so ein bisschen schwächelt und auch die Amazon schwächelt so ein bisschen. Mal gucken. So, jetzt habe ich so ein bisschen Probleme. Ich habe immer so im Auge auch so ein bisschen so meine statistisches Trading. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass eigentlich der Bereich jetzt hier für mich geblockt wäre. Warum? Nur als Beispiel, ich habe jetzt hier einen Loser gehabt in diesem Bereich hier. So. Wenn ich jetzt hier oben nochmal neu in den Long Trade eingehe, und ich werde wieder an ähnlicher Stelle ausgestoppt, weil der Markt halt nicht höher läuft und nochmal halt zurückkommt und ich bekomme hier irgendwo wieder einen Stop-Loss, dann würde ich von dieser Strecke halt doppelt verlieren. Das macht halt so eigentlich keinen Sinn. Ja, also entweder bekomme ich irgendwo hier unten einen Entry, aber zumindest sollte ich eigentlich keinen Entry nehmen, der höher ist als das, was ich vorher schon als Entry habe. Zumindest in meiner Beobachtung oder in meinem Trading ist es so, wenn was einmal nicht klappt, klappt es oftmals auch ein zweites Mal nicht. Und auf der anderen Seite sage ich mir halt, gibt es genauso auch die andere Seite, was einmal klappt, klappt zweimal. Ich habe heute zum Beispiel, glaube ich, dreimal im DAX die 14.800 gekauft. Ja, und ja, das ist dann soweit, da mache ich das dann halt mehrfach, ja. Aber das ist gerade das Problem, was ich jetzt so ein bisschen habe, dass ich eigentlich jetzt in einem Bereich handeln müsste, den ich wohl schon einmal verloren habe. Aber es sind natürlich schon auch wieder krass, also hier eine Minute 23 Punkte. Das ist schon relativ heftig, auch ja mehrfach abgespult. Also in der Minute, ja, das ist dann schon, brauchen wir denn schon einen guten Entry-Punkt, ja, wo man dann auch klickt und gleich dann direkt halt losläuft. Ja. So, jetzt habe ich immer einen Short rein am Hoch, also Markt hat das Hoch rausgenommen. Und wir haben es ja jetzt vorher schon heute mehrfach gesagt, dass wenn der, jetzt sind wir schon raus, dass wenn der halt das Hoch rausnimmt und nicht direkt weiterkommt, dass man da auch mal gucken kann, ob der in den Short auch geht, also über dem Hoch der 5-Minuten-Kerze. So. Da war gerade der Short. Natürlich, wenn er jetzt sich hier abbiegt, dann müssen wir noch mal gucken. Also es wäre halt schön, in der Minute direkt nach unten zu pushen. Ja, das ist hier nicht ganz so schön. Aber wenn er dann das Tief erreicht, dann unter dem Tief könnte man dann den Short wieder klatschen, also unter der 44. Ja. Stundenkerze sieht aber aktuell schon auch recht gut aus mit Ziel in Richtung Tageshoch von vorgestern. Ja, durchaus. Ja, bis jetzt hier am Hoch stehen geblieben.
Ja, kurz das Tief drunter. Mal sehen, jetzt neue 5-Minuten-Kerze. Also Ziel nach unten wäre denn hier in Richtung des EMAs zu laufen wieder. Da ist es vorne ganz gut abgebreitet. Und auf der Oberseite per Stundenende müssen wir jetzt so gucken, ob wir hier ich mache es ein bisschen größer, am Ende der Stunde halt ja, 11.385, so ist bei euch auf alle Fälle ein anderer Wert. Aber wie gesagt, der Future steht ja aktuell so um die 70 Punkte halt höher. So, dann war hier noch eine Frage. Hallo Heiko, ich habe hin und wieder das Gefühl, dass der Markt von größeren Orders angezogen wird. Es also nicht unbedingt so ist, dass oh, eine große Sell-Order auf Level X, das muss ich als Widerstand dienen, sondern dass diese Kontrakte eher den Markt wie ein Magnet anziehen. Ist durchaus so, vor allem auch im Nasdaq, wo man ja froh ist. Also man muss immer sehen, dass dieses Thema mit diesen großen Orders hat sich durchaus auch verändert, weil die Liquidität in dem Markt ja sehr, sehr klein geworden ist. Also es wird ja nur noch einen Bruchteil auf einem Level gehandelt. Ja, und wenn ihr jetzt als Beispiel, halten wir mal den Markt hier an, wenn ich jetzt ein Trader bin, der irgendwie 300, 400, 500 oder 1000 Kontrakte oder was auch immer brauche, dann habe ich ja hier das Problem, dass ich, ja, kann man sich ja mal überlegen, wie bekomme ich jetzt hier 500 oder 1000 Kontrakte rein? Klar, wenn der Markt natürlich, also egal auf welcher Seite ich jetzt handle, aber ihr seht ja, da stehen hier 3, 4, 5 Kontrakte drin. Klar, in Summe hat jetzt der Markt hier über die letzten Minuten, weil er diesen Bereich halt x-mal durchschreitet, kommen hier irgendwo so 100 Kontrakte zusammen auf den Seiten, ja, die ich dann vielleicht nutzen kann. Wenn dann aber irgendwo hier oben einer mal 100 Kontrakte reinstellt auf einem Preislevel, dann ist natürlich schon so, dass der Markt auch froh darüber ist, diese zu bekommen. Weil einfach ich ohne Slippage 180 Kontrakte oder 200 Kontrakte gefüllt bekomme und ich weiß, ich bekomme die auf dem Punkt. Ja, weil hier, wenn da oben 100, als Beispiel, da stehen 100 Kontrakte, ja, hier oben irgendwo 100 Kontrakte, die ich bekommen kann. Und wenn ich jetzt hier 100 Kontrakte kaufe, dann bewege ich den Markt allein hier bis da hoch, keine Ahnung, gefühlt. Ja, das sind dann 100 Kontrakte, wenn ich die einmal Market haben möchte, kaufe. Dann ziehe ich den Markt halt 10 Punkte hoch oder 5 Punkte und da oben bekomme ich sie halt auf einen Preisschlag. Ja. Genau. Ja, und deswegen, da kann das schon sein oder ist es durchaus so, dass sowas auch wie ein Magnet anzieht und nicht mehr so abstoßend ist. Früher war es so, große Limit-Order drin und der Markt ist direkt, als die Order reinkam, wenn du da eine große Limit-Sell-Order gesehen hast, ist der Markt direkt 10 Punkte gefallen. So. Also wenn man das früher gesehen hat, konnte man eigentlich blind klicken und der Markt ist gefallen. Aber wie gesagt, Zeiten ändern sich, Märkte ändern sich. Also hier oben gar nicht so verkehrt. Ich mache mal hier kurz den 5-Minuten-Chart only an. So, und da sehen wir aktuell, also hier oben der Short war jetzt gar nicht so verkehrt. Wir haben trotzdem seit Eröffnung immer noch steigende Tiefs im 5-Minuten-Chart. Und mal gucken, für welche Seite er sich hier entscheidet. Irgendwann mal. Genau. Ja, wie gesagt, ich habe in 7 Minuten muss ich jetzt los. Aber mal sehen, ob man. Na, jetzt habe ich wieder angehalten hier. Beim zu übertragenen Monitor. Jetzt haben wir kurz das Tief hier rausgenommen. Hau, ist ja, jetzt geht es auch schnell. Gerade gesehen, dass. So, mal gucken, ob jetzt nur unten hier ein paar Stops geflogen sind und der Markt jetzt wieder hier reinzieht in diese Kerze hier hinein. Mit einer Limit Pullback kann man hier durchaus vielleicht auch ganz gut arbeiten. Ja, bei der hohen Volatilität, wer da eine Limit Pullback drin hat, kann sein, dass der Markt, dass man da irgendwo hier unten reinkommt. So, gehen wir wieder auf den Minutenchart. Naja, also wie gesagt, ziemliches Hin und Her. Also wer 2 Minuten, wer einen Treffer hat in den 1, 2 Minuten, das ist ja okay. Aber ihr seht ja schon, das Bild ist weiterhin relativ chaotisch. Also für mich zumindest relativ chaotisch das Ganze. Weiß nicht, wie ihr das seht.
Nee, 14.800 war da gemeint. Das Tagestief heute. 14.803, das habe ich mehrfach gekauft. Ich weiß gar nicht, die Trades habe ich, glaube ich, auch online gestellt. Aber da ist es halt immer aufgegangen. Also wenn es gut ausschaut, ich kann hier nochmal kurz reingucken, wo die Trades sind. So. Scrolle. Hat viel geschrieben hier. Alter. Zack. Ja, also das waren heute früh meine Trades. Ja, und da ich hier diesen Bereich, das was einmal funktioniert, funktioniert auch zweimal. Ja, also einmal die Long-Seite gehandelt, zweimal, dreimal. Also versucht, da einzusteigen, ja, wo ich vorher auch schon gehandelt habe. Also wie gesagt, wenn das gut geht, dann hat man da entsprechend seinen Trade. Und da, wo es einmal geht, also hier habe ich die Hälfte rausgegeben bei dem Trade, war es so gewesen, da habe ich die Hälfte hier beendet. Der Markt kommt wieder zu runter, die gleiche Hälfte wieder reingegeben und wieder beendet. Das waren so 2,4. Und das summiert sich dann auch. Der Stop-Loss hier war auch natürlich wiederum mies, weil Markt hat hier nur das Tief, genau der 5-Minuten-Kerze rausgenommen und dann ist er wieder gestiegen. Also das alte Spiel, was ich heute auch erklärt habe. Aber so sieht es dann halt aus, wenn es halt dann ein bisschen besser läuft, wo man sagen kann, an der gleichen Stelle, wo es einmal funktioniert hat, hat es meist dann auch noch ein zweites und drittes Mal. Ja. Gut, so. Und deswegen, also was jetzt hier natürlich jetzt gut gekommen wäre, wäre natürlich dann zu sagen, man ist weiterhin long und man hätte hier unten, also wenn ich den Long Trade, den ich vorher nicht, also das wäre jetzt natürlich gut, wenn ich den ausstoppe hier habe und bekomme dort meinen Long Trade rein. So, dann könnte ich ja genau den Verlust, den ich da vorher damit gemacht habe, wäre dann hier wieder weg. So, das macht natürlich Sinn, aber es macht halt keinen Sinn, hier oben die Long Trades reinzunehmen und dann vielleicht sich nochmal, vielleicht wird man dann nochmal ausgestoppt. Aber das ist halt, wie gesagt, über die Zeit hinweg hat ja jeder sozusagen seine eigenen Regeln. Ja? Und meine Regel ist, da, wo ich einmal ausgestoppt werde, versuche ich halt nicht nochmal. Ja, es gibt viele Trader, die so nach dem Motto Hund und Stöckchen, ja, immer das Gleiche zur gleichen Zeit machen und dann sich wundern, warum sie dann, und wenn man dann das mal hergeht und sagt, okay, jetzt den Trade nur einmal gemacht, dann hast du ja vielleicht nochmal 30 Punkte an Loss gespart. Ja. So, jetzt bin ich bei 24 Cent für heute. Yeah. Naja. Also zumindest bei FX Flit. Gut, ja. Schade, jetzt ist der Markt doch wieder so weit zurückgekommen. Jetzt haben wir hier aktuell genau den Trade innerhalb dieser 1-Minuten-Kerze, dieser Außenkerze hier gesehen. Also da sieht man schon, ist schon schwierig, da ein ordentliches Setup zu finden. Man muss hier sehr schnell zwischen irgendwelchen Gegebenheiten hin und her hüpfen und darum auf der verkehrten Seite zu liegen. Das kann halt auch passieren. Ja. So, ich warte mal noch den Stundenclose ab. Und ja. Aber es ist ja auch wichtig zu erkennen, okay, in dem aktuellen Beispiel habe ich jetzt oder in dem aktuellen Chart habe ich nicht wirklich einen Vorteil. Klar, wenn ich jetzt hier antizyklisch oder Range Trading mache oder so, wobei jetzt so eine richtig gute Range, naja, hier ist jetzt schon sehr, sehr, sehr offensichtlich hier der Abpraller an diesem EMA, kann auch zufällig sein halt, ja, dass man da sagt, okay, da habe ich jetzt gerade keinen Vorteil, aber der Markt läuft ja auch. Dass man, also wenn ihr jetzt merken solltet, okay, in dem Markt komme ich gerade nicht klar, dass man dann halt vielleicht auch dann sagt, okay, dann macht man mal eine Stunde Pause und guckt dann noch mal rein. Vielleicht hat sich das Chartbild dann etwas aufgehellt, verbessert, ja, und dann sieht es dann wieder besser aus. Ja. Oder man lässt es dann halt bleiben für den Tag. So mal gucken, was hier passiert.
Ja, hier oben jetzt long zu gehen, ist natürlich schon schwierig, auch wenn man jetzt vielleicht hier nochmal eine Minute erwartet, durch als Push, durch das Hoch der letzten 5 Minuten Kerze. Ja. Aber das geht ja so schnell da. Naja. Ja, die Stundenkerze oben rechts, naja. So, da ist der Push, der kleine. Mal gucken, ob der durchgeht hier, durch das Hoch oder nicht. Also bei so einem Chart würde ich mich jetzt auch selber erstmal ein Käffchen trinken, gucken, was passiert und dann warten, bis das Gedönse sich aufgelöst hat irgendwann und dann würde ich dann wieder nochmal gucken, ob ich dann da einen Trade halt kriege. Ja. Also punktetechnisch war es jetzt der Verlust jetzt nicht so viel, waren 16 Punkte bei 3 Kontrakten. Wie gesagt, alles im Rahmen. Schöner wäre es natürlich gewesen, den Trade im Plus rauszubekommen. Ja, der Durchschnittskurs lag hier irgendwo hier unten bei der 38 oder so. Wenn man den jetzt noch ein bisschen gehalten hätte, wäre vielleicht auch ein Gewinntrade drin gewesen. So, jetzt halt die Frage, ob der Markt jetzt hier unten anhält nochmal. Das wäre vielleicht nochmal so ein möglicher Trade. Naja, bis ich das überlegt habe, sind wir schon wieder 8 Punkte weg. Naja, ich glaube, ich lasse es mal dabei. Ich habe jetzt sowieso den Termin und der kommt mir ganz gelegen bei diesem Hin und Her. Der Termin muss ich sagen. Also von daher heute soweit hier kein Gewinntrade gemacht. Knapp 5 Punkte davor ausgestoppt, was jetzt aber auch dazu gehört. Und von daher oben der eine kleine Short, der jetzt ja, mit dem Stop-Loss über dem Hoch durchaus vielleicht den einen oder anderen Punkt noch mehr gebracht hätte, aber gut, hätte Fahrradkette. Ich habe jetzt hier auch keinen Trade aufgebaut, ich hatte nur einen Kontrakt drin. War zumindest aber mal von der Idee jetzt gar nicht so verkehrt. Ja, hier unten würde ich jetzt mal gucken, ob der Markt halt wirklich das Level hier halten kann und dann vielleicht auch bei einem Durchbruch durch das Tief dieser beiden 5-Minuten-Kerzen, das mache ich nochmal zum Ende hier an, den 5-Minuten-Chart, dass man da dann auch überlegt, okay, wenn der durchbricht, vielleicht auch, dass danach dann nochmal hochgeht. Ja. Aber wie gesagt, ansonsten, ja, wie gesagt, so sieht das Bild gerade aus. Also schon wieder. Was habe ich heute früh gesagt zum DAX? Geh mal Bier holen, du wirst schon wieder hässlich. Ja, anders kann ich es ja auch nicht sagen. Ja. Also auf eine Seite wird er auflösen und was halt auch immer bei sowas eine Gefahr halt darstellt, ist, dass man jetzt sehr viel Energie in so einem Hickhack vielleicht aufwendet. Also wer jetzt damit wirklich Probleme hat oder merkt, er kommt hier nicht nach vorne, ja, wer natürlich in so einem Umfeld jetzt gut performen kann, für den ist natürlich alles einfach und easy. Aber wenn er jetzt merkt, er kommt hier nicht wirklich nach vorne, dann vergeudet nicht die Energie in diesem Umfeld. Also ich sehe das immer so, man hat so eine gewisse Anzahl von Entscheidungen, die wirklich gut sind über den Tag. Ja, und wenn man die jetzt hier zu viele schlechte Entscheidungen trifft, ja, dann ist man vielleicht ausgebrannt, es fehlt die Energie, man hat sein Risiko dann schon vielleicht ein bisschen überstrapaziert. Und dann, wenn dann wirklich der Markt kommt mit seinen guten Möglichkeiten, dann ist man dann nicht mehr dabei, weil man vorher so viel Frust aufgefressen hat, dass man dann nicht mehr wirklich gut und konzentriert handelt. Also deswegen sehe ich es immer so, wenn der Markt jetzt hier einfach nur in den 5-Minuten-Kerzen hier 25 Punkte seitwärts läuft und ich sage, das ist nicht mein Markt, da habe ich eher weniger oft einen Vorteil. Ja, dann hebt man sich die Energie für später auf. Ja. Hier schreibt da gerade jemand, dennoch vielen Dank und doch noch interessant gewesen, das Ganze, das freut mich. Und ja. Genau, und ja, dann darf ich euch, da habe ich gerade nochmal bei Twitch reingeguckt. Da war jetzt auch weiter nichts. Gut, also ich bin gespannt, wie das Ganze hier auflöst. Prinzipiell im Nasdaq hier aktuell so ein bisschen schon auch Zug auf der Oberseite, aber aktuell sehr seitwärts. Aber es war heute auch im DAX so, wenn ihr euch daran erinnert, wie lange der DAX heute in so einem Bereich halt seitwärts gelaufen ist und dann plötzlich mit so einer 9-Stunden-Kerze kam dann die Bewegung dann aus dem Nichts heraus, dann heute früh um 10 Uhr dann diese steile Bewegung. Ja, also vielleicht ist das auch ein ähnlicher Verlauf, dass der Markt hier versucht, gerade das so zu finden und dann kommt er halt hier entsprechend vielleicht nochmal höher. Wie gesagt, Ziel wäre auf der Oberseite zumindest der Bereich Tageshoch von gestern. Und da wird es halt mega spannend.
Und wenn wir nach unten auflösen, dann ist es für mich auch ein bisschen im Kopf ein bisschen einfacher, die Short-Seite zu handeln, weil wir aus der Analyse heraus schon eigentlich noch so ein bisschen shortlastig sind, auch wenn der Eindruck jetzt hier nicht so aussieht. Aber wie gesagt, wenn man jetzt hier diese breite Trading Range hier unterstellt, ja, und sieht am Freitag auch, ne, war das Freitag, ne, Montag, nach diesem Push hier auf der Oberseite, wenn man da die Idee hat, die Short-Seite, dann macht die hier oben halt schon, da hat sie zumindest hier mehr Sinn gemacht. Ja. Das war genau Montagabend, ja, genau. Ja. Okay, ja, dann danke und wir können alle nur das Beste daraus machen, gern und schön mit dir zu traden. Ja, vielen, vielen Dank fürs Feedback. Ja, an der Stelle, ich gebe zurück zu FX Flat, wie immer das letzte Wort und darf mich bedanken, dass ihr hier so zahlreich dabei wart und heute auf zwei unterschiedlichen Kanälen, sowohl bei Twitch als auch hier im Webinar, wo ja auch nochmal 200 Leute da waren und ja, wie gesagt, ja, ist nicht mein Markt, mein Vorteil. Der ein oder andere Klick wäre vielleicht noch möglich gewesen, aber ja, gut, da will ich jetzt auch nicht so viel hätte machen. Also in dem Sinne wünsche ich euch allzeit gute Trades. Das nächste Webinar findet dann im Februar statt, zumindest auf meinem Plan. Das kann sein, dass sich das nochmal verschieben wird. Steht Mittwoch, der 8.2., da ich halt auch am 7. Zweiten wiederum bei dem anderen Broker auch Live-Trading habe, muss man gucken, dass ich das vielleicht nochmal eine Woche auseinander lege. Das ist doch schon relativ anspruchsvoll und auch anstrengend. Ja, wenn man jetzt so wie auch heute, mir tut schon richtig der Mund weh, gestern 2 Stunden durchkommentiert, heute jetzt zwar nur eine Stunde, aber es ist trotzdem anstrengend und ja, vielleicht, also bis jetzt steht 8 da drin, falls sich der Termin noch ändern sollte auf den 15.2., dann bekommt ihr das ja mit in der Anmeldung, weil das wird euch ja dann per Mail dann zugeschickt. Wenn ihr jetzt hier bei der Webinarreihe angemeldet seid, dann seht ihr das ja. Und die für Twitch, die bekommst du sowieso mit, wenn der Andreas das euch da Bescheid gibt. Super. Heiko ist der Beste. Vielen Dank. Zumindest habe ich mein Bestes gegeben heute mal wieder und ja, wünsche euch allzeit gute Trades und jetzt aber zurück zu FX Flat. Bis dahin. Ciao, ciao. Ich danke dir vielmals, Heiko. Wie du schon gesagt hast, Anfang Februar machten wäre das nächste Webinar mit uns. Musst du uns vorher Bescheid geben, wenn du es irgendwie verschieben wollen würdest oder dergleichen. Dann würde ich die Teilnehmer natürlich per E-Mail darüber so früh es geht informieren, damit dann jeder auch Bescheid weiß. Vielen Dank dir, Heiko, für das tolle Webinar. Ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Ich wünsche Ihnen allen noch eine erfolgreiche Handelswoche. Bleiben Sie alle gesund und wie immer passen Sie auf Ihre Positionen auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.